NVIDIA GeForce GTX 960, die hast du schon gewonnen. Die drücke ich dir schon mal so in die Hand. User zu Hause, ihr könnt was gewinnen, denn ihr könnt abstimmen, ob ihr denkt, dass ich gewinne oder Nuki. Führung. Jetzt nicht nervös werden und andere einfach wegballern. Es muss nur die Ruhe bewahrt werden. Ja, erstmal abgeklärt durchgezogen. 1-1 steht's. Oh! Das Play kommt links, rechts. Welcome. André. Ja, ja, ich hab gesagt, ich hab geübt. Weißt du, ich spiele jede Woche auf unserem Videokanal in der Show, Vize Pro. Und da habe ich schon zweimal verloren. Also einmal, okay, einmal war ich verloren, da wurde ich geneigt. Oh, oh. Messerduell gemacht und das habe ich dann. Ist trotzdem 2-2. Leider verloren. Das war nur die halbe Miete, André. Ich weiß. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Und er ist heiß. Oh. Jetzt wird's immer heiß. Jetzt kriegt er die Angst. Okay. Alala, 4-2. Nicht nervös, wir darf durchziehen. Ich schaff das nicht, André. Ich merk schon. Fokussiert jetzt hier, Kevin. Ja, das Aiming auf links bleibt ruhig, das Aiming rechts wird nicht so fokussiert. Das ist. Ich spiele das ruhig. Ei. Also knapp. Er hat das einwandfrei, ruhig gespielt. Der Step nach oben war einer zu viel. Aber man merkt es dann, André, du wirst einfach nervös. Oh, da hat er gut jetzt gesehen. Wow. Oh, oh, oh. Du bist aber einmal zurückgegangen und weg. Ja. 5-3. Die Hälfte ist geschafft. Der war gut, oder? Ja. Aber auch mal. Yes. Das war jetzt doch ein Statement. Das war ein klares Statement. Einfach ruhig bleiben. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt wird's heiß. Die Endphase. Oh. Jetzt opfer ich das. Oh. Psychische Kriegsführung ist auch noch im Chat beim André.
Ich drücke auf die falsche Taste, ja? Dann. Ja. Oh! Das muss jetzt bestraft. Ja, es wird auch bestraft. Die unfairen Mittel von vornherein. Spawn Attack und dann wird es bestraft. Wow. Ja, da will. Und du darfst auch mal. Der spielt wieder Ruhe. Ah, wieder die obrige Position. Hat nicht funktioniert. Führung jetzt zum ersten Mal, oder? Ja, warum jetzt? Aber nur knapp. Du musst immer noch durchziehen, André. Oh, da hat's geklappt. Ja, das wäre jetzt die Movement von Source halt. Das macht's aus. Das ist der Vorteil auf meiner Seite. Wow! War das jetzt schon Endgame? Nee, ne? Oh mein Gott. Was war das? Ah, das war auf jeden Fall. Das war noch nicht Endgame, ne? Ja, wie Endgame? Einer fehlt noch eine Runde. Wie eine Runde? Es geht bis 16. Bis 16? Ja, normal. Immer 15. Bis 16. Ah, wenigstens noch ein schönes Ende zur Hälfte. Der schaut gerade auf die Galerie. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Galerie auch geöffnet wird am Ende. Oh, jetzt kommen die großen Waffen. Dafür wirst du bestraft, wie sie es kommen. Runde pro Runde, Runde pro Runde. Das Comeback kann wieder sein. Ah. Tanz links, rechts, links, rechts, links, rechts. Na, endlich verlierst du den Tango. Ich hab einen Headshot gegeben. Aber nur durch die Kiste, leider. Die Box rettet dich. Die Night by Box. Ich kriege auch dicke Gesichter immer. Ich schaue direkt an. Elfer. Runde pro Runde. Punkte ignorieren. Hey. Schade. Hier ist ein bisschen angespannter als vor der Beachbuggy, ne? An der Stelle wäre ich auch angespannt, André. Ja? Machst du wunders. Sonst kriege ich Schelle. Ja, guck mal, er spielt so ruhig. Du hast keine Chance in der Runde. Und weg. Ach. 13-8. 16-13. Den Score kennst du ja aus früheren Matches. Wo spielst du da an? Ja, so. Ne? Das brauchen wir jetzt ja nicht weiter zu erläutern. Ach, die Ruhe ist nicht mehr so da. Das ist einfach nur der Konzentrations-, der Fokusfehler im Moment. Ruhe bewahren. Guck mal, der andere, der verschießt Schuss. Oh, da. Oh. Schuss vorbei und in Andres. Okay. Komm, André, ich weiß, dass du. Komm, speziell das. Wow. Ach. Ah, da hat mich mal die Kiste gerettet. Aber es gibt ja auch Verlängerung, also ist nicht bei 15-15. 6 Runden. Hier. Oh. Ach. Schade. Ja, schade, trotzdem gut gespielt. Ein paar schöne Headshots dabei. Ja, leider kein Monitor abgestaubt. Ja. Aber wir haben eine Überraschung für dich. Das Gear gibt's trotzdem. Oh, das kriegst schön. Du alles trotzdem on top. Dann hast du auch mal ein Mauspad und das Gerät, du könntest an die Kamera halten, das wird hier ersetzt durch eine, ja, wirklich schöne Maus, das hast du ja gesehen, also mir gefällt sie wirklich gut. Ist doch dann für dich auch keine große Umstellung, dadurch, dass du eh keine ergonomische Maus hast, ja. Sollte das Ganze dann gut klappen. Ich höre schon, du hast dich wacker geschlagen, verdient in meinen Augen auch das Razer Gear gewonnen, weil wie gesagt, gegen den Nuki so viel Runden in CS zu holen, das ist eine Leistung,
Kevin, deine Beachbody Race Kenntnisse, die kenne ich noch nicht so, deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Aber auch das nennen wir es extravagant, genau. Also es war auf jeden Fall sauknapp. Deswegen verdient gewonnen. Glückwunsch auch zum Razer Gear und natürlich auch Glückwunsch zu deiner neuen Grafikkarte, der Nvidia GeForce GTX 960. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit und ich hoffe, du kannst damit bei CS nochmal richtig durchschauen beim nächsten Mal, wenn du auf den Nuki triffst. Ja, dann zeigst du nochmal, was eine Hake ist und dann geht das ganz anders aus. Von daher, ich bedanke mich bei euch beiden, bei Kevin, natürlich bei dir und André und bei dir, Niklas, natürlich auch. Und bei euch beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei Tune Your System und hier auf dem Nvidia Deutschland Kanal. Von daher bleibt uns nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal.